Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction-Folge für Zwei Kerle, eine Karte Staffel 4. Wir schauen uns heute die Burgtore im Steinmantel an. Die Folge 8 von Koga, der auch hier ist übrigens. Ach, klingt lecker. Hi. Hi. Und da bist du eigentlich raus aus meinem Okay, Discord. ciao. Ja, Burgtore im Steinmantel. Wahrscheinlich auf das bezogen, was ich jetzt dir hinterlassen habe, ne? Also dieses eine eingemauerte Torhaus. Außer du hast noch mehr davon gebaut. Aber ja, Ich wir haben. glaube, ich hatte dann das übernommen so ein bisschen und habe das dann weitergeführt, meines Wissens nach. Ah. Und ja, wo wir letztens aufgehört haben, ist, die Banditen kamen und haben ein Torhaus kaputt gemacht. Und dann war so der Cliffhanger, wo ich nicht wusste, was machen die Banditen ab diesem Zeitpunkt jetzt, wo Koga weitermacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Let's go. Let's go. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge von Zwei Kerle, eine Karte. Hier in Staffel 4 mit mir, dem Koga und Utwin. Und Utwin. Und Ja. Utwin. Wir machen weiter. Ich habe Utwin den letzten Save übergeben, habe ihm aber dazu geschrieben, dass ich es ihm nicht empfehlen würde, von da weiter zu spielen. Und dass ich den Fall Clausewitz ausgegeben habe, weil er mich gefragt hat, wie ich denn zum Thema Neustart stehe. Für die, die nicht wissen, was Fall Clausewitz ist, ist hier erkläre ich das sogar noch einmal. Hätte ich mir es sparen können im letzten Als React. hättest du es wirklich eins zu eins eingesprochen und nochmal abgespielt, ey. Echt so, ey. Ein Insider aus dem Film Der Untergang. So, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, ob Utwin jetzt nochmal neu angefangen hat, meinen Safe genommen hat, einen alten Safe genommen hat. Ich habe absolut keinen Schimmer. Gehen wir einfach mal rein. Und laden. Banditen. Ja. Okay. Also Utwin hat neu angefangen. Davon gehe ich jetzt schwer aus. Er hat die Burg enger gebaut. Torhäuser sind nicht mehr so nah an den Rändern hier. Interessant. Wirtschaft ist da. Zwei Steinbrüche, die echt gut laufen. Also er hat garantiert neu angefangen. Bin ich mir ziemlich sicher. Banditen werden wahrscheinlich gleich wieder gehen. Vermute ich mal ganz stark. Na dann, Die schauen wir mal, sind was ja wir so machen. nett. Ja, zum Glück. Na, die wollen ja nur spielen. Ja. So, Waffenproduktion. Er lässt Lanzen bauen. Naja, gut, hat er vorher, glaube ich, auch schon gemacht. Aber Eisen ist offenbar echt noch keine Option für ihn. Die Bären sind weg. Okay, dann würde ich jetzt mal versuchen, auf Eisen zu setzen. Ich will das mal probieren. Also ich halte das nicht für hoffnungslos. So, Zeit läuft. Eure Befehle? Ein Kinderspiel. Der eine, weißt du, da hat sich ein Veteranenorden geholt, weil er zusammen mit dem Lord einfach die Rattentruppen bekämpft hat und jetzt wird er einfach gegen die Banditen verheizt, ey. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie der Lord da oben auf der Zinne steht, zu dem Lanzenträger guckt und sagt, Yeet. Jut. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt im Nachgang fällt mir das erst auf, was ich da getan habe, Alter. Die Steinlieferungen. Oh Gott. Nein! Och Mann! Jetzt habe ich den einen Lanzenträger. Ach, ich sag's sogar, glaube ich sogar. Doch, da geopfert. Na gut, okay. Haben wir Holz? Wir haben Holz. Anyway, Forza ist fertig runtergeladen. Habe ich den einen Lanzenträger geopfert? Naja, Forza ist fertig runtergeladen. Anyway, Holzer ist fertig eingelagert. Ja, genau, noch besser. Vielleicht. Nee, ich glaube. Ein Vierter geht noch. Ach, wir vier. benötigen Holz. Passen echt vier hin. Nice. Okay, dann sorge ich jetzt für mehr. Für mehr Eisen. Beziehungsweise, wenn ich in dieser Folge jetzt noch nicht mit der Waffenproduktion beginne, werde ich zumindest. Wir benötigen Holz. Nee, ich lasse die drei Holz Wir da. haben den feindlichen Angriff überlebt. Dann werde ich zumindest mal mit der Eisenproduktion beginnen. Ob es sinnvoll ist, hier einen Turm zu platzieren? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier hat auf jeden Fall schon mal ein Torhaus platzieren wollen. Trommelwirbel, ob ich es wieder genau an die gleiche Stelle setze oder wie beim letzten Mal verkacke, wir werden sehen. Dann machen wir das doch einfach nochmal hin. Yay! Oh. Das hat genau gepasst. Das Torhaus hier Bin zur Stelle. reparieren wir mal. Wir haben. Okay, uns fehlt Bevölkerung. Die haben also ein Haus irgendwo zerstört, glaube ich.
Geld habe ich nicht genug. Wie sieht's mit dem Kornspeicher aus? Er hat keine extra Ration gesetzt. Das Volk liebt euch, my Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk liebt euch, my Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Wir erhöhen mal die Steuern. Wie sieht der Lord aus? Der ist verletzt. Ich halte eine Apotheke für sinnvoll. Das können wir reparieren. Hab ich die echt gebaut? Ja. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern, ey. Ja, aber vor allem, das ist ja ohne UCP, der Lord kann ja gar nicht geheilt werden. Das wusste ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich war noch wahrscheinlich so in diesem Stronghold 2-Modus, wo ich mir dachte, Apotheke, heilt Lord, perfekt, machen wir. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die wird beim nächsten Angriff schon direkt wieder zerstört und ich habe die nicht nochmal nachgebaut. Das kann sein, weil ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, eine gesehen zu haben. Ich kann mich auch überhaupt nicht dran erinnern, dass ich das gemacht habe. Heftig. Ich glaube, und das waren ja jetzt 100 Gold oder so, die ich da jetzt... Nee, 50. 50 Gold habe ich dafür jetzt einfach verschwendet. Schrecklich. Eine Apotheke für sinnvoll. Das können wir reparieren. Ja, Rücken aus. Nette Idee eigentlich, so das Ding zu ummauern. Bogenschützen bereit. Warum eigentlich nicht? Zack, du nicht, was dagegen spricht. Bei mir war es einfach so eine Panikaktion, dass die Banditen des Tors nicht zerstören. Und du denkst einfach, hey, geile Idee, nimm, mach ich überall hin. Sieht nice aus, machen wir erstmal. Frisst Steuergelder, geil. Let's go. Nein, nicht die Ochsen. Ich lass mal durch. Sehr gut. Warum nicht? Hey, könnte klappen. Allgemein war ich, glaube ich, in der Folge sehr im Baumodus, glaube ich. Weil es war ruhig, wir hatten viel Stein, so ich dachte mir so, ich weiß nicht wohin mit meiner Zeit, let's go. Und hier baue ich mal so Türme dran. Weniger wegen der Ästhetik jetzt, sondern halt wirklich eher, um da eine größere Menge an Bogenschützen drauf platzieren zu können. Der Armapfelbauer. Die ich jetzt ausbilden werde. Die ich zumindest geplant habe auszubilden. Sollten auch noch mal ein bisschen mehr Nahrung investieren. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Mein Bogen ist euer. Ich habe das Gefühl, mein Herr, dass ich jetzt schnell. Oh, Alter, mit die Steinlieferung kommen ja richtig lecker rein hier. Uiuiui. Machen mich ja gerade ein bisschen geil. Muss ja mal ein paar von verkaufen, damit ich schon mal so ein paar Armbrüste Waffen benötigt habe. Die können nicht schaden. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe Du hast halt wirklich so, kein Wunder, dass auch beim ersten Anlauf es so war, dass du da das Ganze ein bisschen zu Larifari angegangen bist. Du hast halt wirklich so das Paradies nach den ersten 15 Minuten. So, der erste Rattenangriff ist weg, die Banditen sind weg. Und dann ist erstmal so Chillphase, dann kommt noch der Barde, dann kommen positive Events so aller Art. Du kannst schön vor dich hinwirtschaften. Da verliert man sich einfach zu schnell drin, weil alles plötzlich zu sehr einfach Wolke 7 ist gerade. Weil du halt auch alles so schön vorbereitet hast und es läuft alles auch. Weißt du so, da was soll ich denn jetzt hier dran optimieren? Ich kann ja jetzt nicht hergehen und irgendwas irgendwie abreißen, um es besser zu platzieren. Also du hast es halt schon super gemacht und es läuft Burg alles. Einmal umplatzieren. Komplett. Ja. Freiheit genommen, ihm so einfach einmal auf die andere Seite spiegeln. Richtig. Einfach alles abreißen, nur um es auf der anderen Seite genauso wieder aufzubauen, wie es vorher aufgestellt war. Genau, auch das Lager komplett abreißen mit allen Gütern drin, nur damit es auf der anderen Seite wieder platziert werden kann. Stellung zu bieten. Bin zur Stelle. So. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Konnten wir Lanzen verkaufen? Nee, nur. Ich glaube, die Frage ist ein paar Mal gefallen in der Runde. Das ist halt wirklich so ätzend, wenn man das nicht kann. Ja. Es müllt dir nur die Waffenkammer zu. Es kommen halt immer mehr und immer mehr. Aber ich sehe die halt immer wieder als einen ganz guten Trash-Bonus, also einfach nur, um was zu füllen für den Notfall, falls man sonst nichts hat. Und ja, das Problem ist, selbst ein einzelner Lanzenmacher macht die so schnell, die müllen so schnell dass die Waffenkammer zu. Das ist Wahnsinn. Wirklich, ja. Nur Schwert und Rüstung können wir einkaufen. So, naja, ich hoffe mal, dass die Eisenproduktion dann jetzt mal losgeht und dass ich in den nächsten 5 Minuten... Was mache ich jetzt mit den ganzen Lanzen, ey? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten Bogenschützen bereit. Wahrscheinlich bin ich gut beraten, die auszubilden, ne? Mein Bogen ist soll euer. Helfen, habe ich gehört. Also ich hätte die einfach da drin vergammeln lassen können. Weil ich hätte einfach die ganze Zeit neue Waffenkammern dran bauen können, bis die alle voll sind. So, keine Ahnung. Surprise, surprise.
Ihr könnt es werden Rekruten benötigt sein. So, mit jeder Folge werden die Waffenkammern einfach mehr und die schlängeln sich dann so durch die gesamte Stadt durch, so wie dieses alte Handyspiel, dieses Snake-Game, ja, dieser Schlange, ja, ja, die immer länger wird. Genauso ist die Waffenkammer, die sich einfach so durch die gesamte Burgwirtschaft durchschlängelt, weil die immer größer wird, weil alles mit Lanzen zugeseucht ist. Aber wenn du dann so 50 untätige Dorfbewohner oder alle Wirtschaftsgebäude einschläfern lässt, dann hast du einfach so 50 Bauern zur Verfügung und zack, kannst du sofort so ein Bauernheer ausheben. So ein richtig krasses. Ja, stimmt. Ja. Das machen wir mal. Ich meine, Utfin hat hier für. Also, Utfin macht das einfach richtig gut. Der hat das hier ein richtig gutes Gefühl schon für die Mission. Ich gar nicht so richtig. Ich habe letzte Folge probiert und es ist echt nicht so gut geworden. Ich sorge jetzt eher mal noch dafür, dass wir noch mehr. Eine Botschaft der Ratte. Stuff bekommen. Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Die Sache ist, ich überlege gerade selber die ganze Zeit, hatte ich diesen Angriff überlebt, der da jetzt gleich kommt? Also ich fieber gerade selber so ein bisschen mit, weil ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern kann. Weil die Erinnerungen verschwimmen einfach so krass. Wenn du nur die Hälfte von dem Ding mitkriegst gefühlt und dann die andere siehst, dann kommen neue Impulse dazu und dann weiß man irgendwie gar nicht, wie habe ich das da jetzt gemacht oder nicht? Oder keine Ahnung, ist echt krass. Mein Herr, sind auf dem Weg. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Ihr könnt es werden Rekruten benötigt sein. Wir? Ja, die Frage, ob ich jetzt zumachen will. Wie sinnvoll ist das? Vielleicht so wenigstens. Auf diese Art und Weise. Ja, vielleicht machen wir es wenigstens so. Und danach sehen wir weiter. So, damit sind die Türme hier hat genau gepasst. Geil. Aha. Mal safe. Klar sind jetzt noch Sachen offen. Ratte greifen an. Ist ja, logisch. In Bewegung. Aber ich denke, dass wir es schaffen können. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt. Ja, mit den ganzen Lanzenträgern noch. Das sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Das sind schon erste Armbrustschützen da. Bei den Türmen habe ich mir halt auch so gedacht, ne, einfach versuchen, da so viele wie möglich drauf zu ballen. Ich hätte wahrscheinlich auch noch hier die Hälfte wegnehmen sollen, hier drauf stellen sollen, den Rest hier drauf, damit das in der Theorie noch ein bisschen besser klappt, weil das habe ich mir zum Beispiel auch abgeguckt von dir, ne, einfach viele Truppen auf einen Turm ballen, wenn es möglich ist. Und, aber hier habe ich es irgendwie nicht gemacht. Oder ich mach's vielleicht gleich noch, keine Ahnung. Bereit, womit kann ich dienen? Ich bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Das ist möglich. Ist auch gerade mit den Armbrustschützen. Mit den Armbrustschützen könnte es auch gut machbar sein. Du könntest sogar noch welche kaufen. Theoretisch, ja. Das Gold ist da. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht gemacht habe. Das erste Eisen ist auch schon da. Gut. Ah, okay. Du könntest natürlich auch Waffenproduktion machen. Gut, dann beginne ich jetzt schon mal. Scheiße, ein Holzbrett. Ist das denn ernst? Ich will Schwerter haben. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh nee. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir werden es doch nicht schaffen. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. Wird knapp, glaube ich. Ja. Ist doch zu viel. Scheiße. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich hätte einfach zumachen sollen. Ich Idiot. Ein Leichte. Der Feind befindet sich. Boah, das sind echt viele. Und das Knobeln hat überhaupt nicht funktioniert. Er ärgert mich gerade im Nachgang übel. Selbst wenn das Knobeln funktioniert hätte, das sind so viele, ja, die hätten so da viele. Das einfach überrannt. Ich habe die Situation ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Viele. Ah, oh, Mann. Man rückt dem Lord zu Leibe. Ach, scheiße, ey. Und laden. Ah, oh, Mann, ey. Ach, jetzt habe ich die Hälfte der Zeit. Musste ich doch nochmal neu anfangen. Wusste ich jetzt gerade auch nicht. Hab ich wirklich die Hälfte der Zeit verbraucht ungefähr? Ja, deswegen sieht man die Zeit. Und deswegen sieht man die Apotheker auch nicht mehr. Ja, jetzt sieht man die Apotheker. Genau, ist wirklich so. Zeit wieder verloren. Ich hätte einfach zumachen sollen. Habe ich mich geärgert. Ja. Vor allem, das nächste, was einen immer ärgert, ist, wenn du gerade so im Baumodus bist und du hast irgendwas Schönes aufgebaut und dann ist es wieder weg, weil du laden musst. Ja. Einfach zumachen sollen. Wie bitte, Kurka? Einfach zumachen? Einfach zumachen. Jetzt wie viele Eisenbienen? Alle. Ja, alle. Zwei, ich habe nur zwei. Also ich sehe vier. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Insider aus irgendeiner Empire Earths Gaming LAN-Session, die wir hatten. Ich glaube, das war von der LAN gewesen, ne? Genau. Ja, es war von der LAN-Party, ja.
Da hat Kurga irgendwie, keine Ahnung, in der Runde 10 Mal oder so gesagt, dass er nur 2 Eisenminen hat. Und irgendwann habe ich einfach nur aus Jux die immer nur nachgefragt. Ja, sag mal, Kurga, weil du es noch nicht erwähnt hattest, wie viele Eisenminen hattest du noch? Und wir haben es ganz casual einfach weitergespielt und Tobi und Tim, die da auch mit am Tisch saßen, die haben sich so angeguckt und gefragt, ob wir einen in der Latte haben, wirklich. Also. Vor allem, weil wir das noch so ganz selbstverständlich gemacht haben. Ja, ich habe immer so gefragt, jetzt würde ich wirklich ernsthaft zu so fragen, sag mal, guck mal, wie viele Eisenminen hast du nochmal so? Ja, 2 Stück. Ah ja, danke. So, ganz normal, casual, einfach nur so das geredet. So einfach so verarscht, so alltäglich einfach nur. Ja. Als ob es das Normalste von der Welt wäre, irgendwie die gleiche Frage und die gleiche Antwort einfach 5-mal wie in einem Tennissatz hin und her zu spielen. So die ganze Zeit. Einfach, als hätten wir beide Alzheimer und hätten nach 2 Minuten vergessen, dass wir uns das gefragt haben. So eine Endlosschleife, die sich immer wiederholt nach 2 Minuten. So. Ärgerlich. Holz. Okay, ich glaube, wir dürfen hier wirklich nicht so Terze machen wie, ja, wir müssen uns jetzt hier das Holz und so aufsparen. Ich glaube, dafür ist einfach nicht die Zeit. Ich glaube, dafür ist die Mission gar nicht ausgelegt. Also ich glaube, wir müssen hier halt schon hergehen und alles geben. Der Feind ist oder bei dem solange Holzthema alles nehmen. Ja, alles nehmen. Und solange du den einen Baum da hinten in Ruhe lässt, ist in Ordnung. Den habe ich auch geschützt. Ja, genau. Eigentlich hätte ich ihn einmauern sollen, so als Zeichen. Es ist so 5 Steine verbrauchen, um einen Baum nicht zu retten. Nicht nur 5 Steine, so ein extra Vorbau nur für den Baum, einfach nur mit dem eigenen Zugtor aus. Ja. Genau. Eigene Zugbrücke, obwohl wir auf dem Berg sind, scheißegal. Einfach so einen riesigen Graben ziehen, einfach eine extra Burg nochmal bauen für das Ding. Einfach der Baum besser geschützt als der Lord. Wir müssen es mit derselben Taktik machen, die ich eigentlich schon im ersten Try hatte, nämlich überall zumachen, bis auf hier hinten. Und die Gegner dann einfach. Da ist offen, ne? Und die Gegner dann einfach durch eine Lücke locken. Eigentlich können wir das hier offen lassen sogar. Und dann hier überall zumachen. Yay. Und euch, ihr habt Stelle. Da jetzt gar nichts gebracht. Ich nehme euch mal dort weg. Ich baue das hier exakt nochmal gleich nach, weil das war an sich, glaube ich, eine gute Sache. Genau deswegen wusste ich auch gar nicht, ob dieser Anlauf bei dir jetzt geklappt hat oder nicht, weil das, was du wieder aufgebaut hast, eigentlich exakt identisch aussah. Ich wusste es jetzt halt nämlich auch nicht so genau mehr. Das ist krass. Bis auf die Apotheke natürlich, aber die hätte auch anders zerstört werden können im Laufe der Zeit. Ja. Sache. Der Lord ranzt erstmal das Kind zusammen da oben. Ich habe ich gar nie gesehen, warte mal. Glaube ich eine gute Sache. Warum rennen auf der Baustelle verboten? Er wird nicht gerannt. Der Bademeister hier von der Burg. In schillernder Rüstung, der auf so einem Holzturm da sitzt, wie bei einem Jagdstand einfach. Der Baumeister-Lord. Nur in der Umsetzung war es noch nicht 100% nice. Genau, ich wollte jetzt mal noch Steuern einnehmen. Das Volk huldigt euch, Sire. Okay, mehr Holz. Dann stellt hatte ich der einfach so dem Holzfäller nach, ey. Ich frage mich echt, was der Lord manchmal macht hier. Was denkt er sich so in so einem Moment? So, was ist seine Mission, wenn er dem da jetzt hinterher rennt? So, dem gucke ich jetzt hinterher, der macht bestimmt irgendeine Scheiße, dann werde ich ihn aufhängen. Der hat das eingesteckt, ich habe es ganz genau gesehen. Ja, genau. So Langeweile eines Burglords im Mittelalter. Was macht er so den ganzen Tag, weil er nichts zu tun hat? Hinten auf jeden Fall noch mehr Getreide gebaut. Ich finde es ja immer wieder. Oh, den Jäger zugebaut. Ja, ich finde es ja immer wieder geil, wenn der Lord so den Bug vollendet herläuft. So richtig notgeil. Das geht mir das zumindest immer in den Kopf. So, oh, geil. Och, ich finde es immer schön, wenn die dann zusammen zu irgendwelchen Gärten und so gehen. Das stimmt wiederum, ja. Das stimmt. Da muss ich auch an deine Klostermission denken aus dem Remaster Let's Play, wo du alles angezündet hast und in dem Feuer stand irgendwie vorher noch vor 2 Minuten gefühlt oder weniger. Der Lord mit seiner Frau und haben die Gärten begutachtet. Und eine Minute später brennt das halt alles ab, so, auf deinen Befehl. So, das ist mega witzig. Noch mehr Hopfen könnte noch nicht schaden. Ich weiß, ich habe da jetzt außersehen einen Jäger, glaube ich, weggebaut. Ihr könnt das nicht dort platzen. Ja, wenigstens ist es mir noch aufgefallen. Zieren, my Lord. Hast du Schuldbekenntnis? Ja, so ein bisschen. Anyway, Forza ist fertig runtergeladen. Okay. Ja. Ich schätze mal, Odwin wird das auch sogar probiert haben, so mal zu bauen. Was zu bauen?
Mist, jetzt auch gerade nehmen wir das. Dann hatte ich hier hinten auf jeden Fall noch mehr Getreide gebaut. Noch mehr Hopfen könnte noch nicht schaden. Ich weiß, ich habe da jetzt außersehen einen Jäger, glaube ich, weggebaut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das ist zu nah am Wegweiser, okay. Ich schätze mal, Odwin wird das auch sogar probiert haben, so mal zu bauen. Aber wahrscheinlich am Wegweiser sind wir dran. Ach, ja, Mann, ist das jetzt ärgerlich gewesen, dass ich jetzt da einfach hab dastehen lassen, ey. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, ja. Sire. Sind auf dem Weg. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Das sieht pottenhässlich aus. Ja. Der Apfelfarmer. Der Apfelfarmer kam sich auch gerade wieder ewig verarscht vor. Der wird durch den freien Weg gehen. Plötzlich erscheint er. Stell mal vor, du willst einfach so deinen Korb mit Äpfel zurückbringen zum Gornspeicher. Plötzlich steht da einfach so aus nichts eine Mauer vor dir. So, scheiße. Also er flackt das Ding noch gegen die Wand und flucht so die Mauer hoch. So. Ah, was willst du von mir, Gott? Jeden Sonntag die gleiche Scheiße hier. Oh Mann. Das ist wirklich so, das ist eine Idee für einen YouTube-Kanal, der einfach nur darauf basiert, irgendwelche Videogame-Logiken zu durchbrechen irgendwie in Videos und das irgendwie menschlich darzustellen. Zu Age of Empires 2 gab es schon einige Sachen, zum Beispiel auch so mit dem Fast Castle und solche Sachen oder wie die Leute so den Sturmbock wie so einen Truppentransporter benutzen drin. Also, da waren schon ein paar, ich glaube sowas, solche Cartoons müsstest du eigentlich auch mit Stronghold machen, mit Stronghold-Logik einfach nur. Da kann man echt einiges machen, glaube ich, ja. Ja. Ich glaube daran, dass das funktionieren kann. So, noch werde ich hier das Eisen abwarten. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Bogenschützen bereit. Es müssen richtig viele Bogenschützen her. Die Steinlieferung da. Hm. Wahnsinn. Nein. Ah, kommt wieder raus. So, ja. Dann wär's da hier dicht. Da kommen sie, glaube ich, dann nicht mehr durch. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Dann bezahlst du es auch von deinem Geld. Wenn du dir die Freiheit genommen hast. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, mit meinem Geld zu wirtschaften? So, wir machen hier schön. Kam das jetzt von dir oder von. Nee, das kam vom Video. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, vom Video, okay. Puh. So, dass ich die hinten rum reinlocken kann. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Und natürlich die Sache mit den Armbrüsten. Achtung. Es werden Waffen benötigt sein. Und los! Und? Warum, was auch immer mich geritten hat, die dort hinten hinzustellen, anstatt vorne hin. Keine Ahnung. Weiß ich selber nicht mehr genau. Ich meine, wenn du die Gegner sowieso hinten rumlocken kannst, können die da auch ganz gut schießen. Aber ich glaube, bei den linken Türmen hätten die öfters und länger feuern können. Eben, hätten mehr Schaden machen können. Dann müssen die hier, dann lasse ich die dort hinten langlaufen. Mit Best Case machen wir hier noch ein paar Fallen. Ihr könnt das nicht dort. Hat der richtig gut funktioniert. Da war ich so richtig verwirrt, als ich die gesehen habe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Platzieren, my lord. So, perfekt. Und. Ja, nee, das Gold. Nee, das sollte ich jetzt nicht ausgeben. So, stattdessen. Ratte. Narr! Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Okay, ich muss jetzt unbedingt Ressourcen aufbringen, um hier. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Oh Gott, Gott, die Zeit. Die Zeit, sie rennt mir weg. So, jetzt ist, glaube ich. Passt auf den letzten Stein. Mhm. Wirklich sehr knapp. Zu bis auf den Teil da hinten. Bin zur Stelle, mein Herr. Eure Befehle? Rücken aus. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Euren Wunsch. Überall zu. Jetzt. Ich frage mich, ob ich das noch blicke, dass das da hinten nicht klappt. Aber spätestens beim Angriff würde ich es wahrscheinlich merken. Eigentlich sind sie beim Angriff, wenn die nicht da hinten durchlaufen, sondern die Mauer angreifen. Es kann auch sein, dass jetzt dann einfach der Timer ändert und ich. Obwohl, den Angriff müsstest du noch mitmachen. Ich denke schon, das Video geht noch 5 Minuten knapp. Hoffe ich trotzdem, dass der von hier vorne kommt. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, bitte. Ach, natürlich, genau jetzt kommt er von da. Ist das ein Witz? Bin zur Stelle. Das ist eigentlich sogar besser, da läuft ein längerer Weg. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es sogar besser gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich war, ich glaube, auch schon ziemlich durch an dem Abend. Ist das so ein Witz? Ja. Nein. Sind auf dem Weg. Achtung! Sire,
Ihr könnt auf uns. Aber andererseits ist es gar nicht so schlecht. Aha. Ah. Weil wenn der Plan funktioniert, dann müssten die quasi hintenrum rein. Dann müssten die einmal hintenrum rein wollen. Also quasi hier hinten lang. Boah, ich hoffe, dass das funktioniert. Hab das jetzt nicht abgemessen oder so. Seid gegrüßt. So einen Schwertkämpfer haben wir nicht. Nice. Ja, ist glaube ich Premiere. Ist jetzt der erste, der ausgebildet wurde. Ich glaube, in den Folgen davor haben wir es nicht einmal geschafft. Ja. Ich glaube auch, stimmt. Ja, wir haben zwar die Produktion aufgebaut, aber es kam nie was. Es kam nie dazu. Gehen wir. In Bewegung. Aber könnte sein, dass es klappt. Mal gucken. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden zählen. Rekruten benötigt Allzeit sein. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Ich glaube nicht, dass es klappt. Es werden Rekruten, wir es sind werden bereit. Waffen wir benötigt sind bereit. Sein. Nein, es klappt nicht. Fuck. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt warte, sein. Warte, ich mach jetzt hier auf. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Okay, jetzt geht's. Ah, so habe ich es gemacht. Okay, also ich habe es doch irgendwie gemerkt, dass es da nicht funktioniert. Also, ja, muss in meinem Kopf dann gesagt worden sein, hey, da diese Lücke ist kein, nicht wirklich eine Lücke, ist nur ein Beta-Ausdruck. Bogenschützen bereit. Frage, gehen's auch aus dem... Weil ich hatte schon fast gedacht, dass zum Augenblick auch von da irgendwas eingestürzt ist, dass die durch können, aber sieht so aus, als gehen die außen rum. Ich glaube, die gehen außen rum jetzt. Und das ist, hat man gerade gemerkt, ich habe gerade versucht, diese beiden Bogenschützen hier oben auf Torhaus und Türme zu verteilen, aber es ging einfach nicht. Weil ich mich geärgert habe, und da habe ich mich geärgert, dass ich, also innerlich habe ich mich geärgert, dass ich keine Treppen gebaut habe. Mein Bogen ist euer. Da schon wieder. Mein Herr? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Scheiße, sind doch reingekommen. Aber das ist okay, weil ein Großteil ist schon hinten noch rum auf dem Weg gewesen. Und das heißt, die kommen nicht alle so geballt rein. Auch schon hier durch. Ja. Aber, mal gucken. Ich hab Schwertkämpfer. Ein leichtes. Es werden Waffen es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Komm schon. Es werden Waffen. Die Panik. Ja, was hast du jetzt rekrutieren wollen? Ein Schwertkämpfer nochmal, oder? Ein Schwertkämpfer nochmal. Und es hat nicht funktioniert, oder? Benötigt sein. Man hört es nicht, aber ich spende die ganze Zeit mit dem Mauscursor drauf, warte, bis so ein blöder Bauer rauskommt. Es werden Rekruten benötigt. Komm schon. Es werden Waffen benötigt. Ja, bitte. Es werden Rekruten benötigt. Ja, diesmal schaffen wir es. Der Bade hält die sogar ab. Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, der Bade hat die noch so angelacht und die ist vor dem Baden einfach umgekippt. Das ist ja richtig faszinierend. Es werden Rekruten benötigt. Ja, diesmal schaffen wir es. Die sterben vor dem einfach weg. So, das ist richtig krass. Okay. Nice. Eure Befehle? Das hat mich nervös gemacht. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Jetzt habe ich genug Geld, aber ich muss die Wirtschaft erstmal wieder ein bisschen ins Rollen bringen. Erstmal ein bisschen wieder für Nahrung sorgen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ich muss jetzt mal wieder auf normal setzen. Ein bisschen Gold. Das Volk liebt euch, mein Lord. Okay. Naja, ist doch jetzt trotzdem aufgegangen, die Idee, so ein bisschen. Jo. Einigermaßen jedenfalls. Müsste die Mitte hier sein? Du warst bemüht. Ich war bemüht, genau. Er kriegt eine Teilnahmeurkunde, würde ich kriegen wahrscheinlich. Ist halt leider durchgekommen, ne? Das ist... Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Gefährlich gewesen, aber... Wir sind bereit, eure Lordschaft. Hey, wir haben eine erfolgreiche Schwertkämpferproduktion. Bin zur Stelle. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Und hier hat weitestgehend auch alles überlebt. Also, gut. Bisschen Wirtschaft haben sie schon zerstört, aber... Kurz nervös geworden, als ich die Käsefarm da wieder gesehen habe. Bevor da vor der Verbalstelle. So das Gröbste ist eigentlich... So als Trollmanöver müsstest du wirklich mal alle Farmen außen abreißen und durch Käsefarm ersetzen, bevor es zu mir rübergeht, ey. Bring mich nicht auf Gedanken, irgendwann mach ich das wirklich mal. Noch da. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ich weiß nicht mal, ob ich dir dann sauer wäre.
Vor allem, weil ich jetzt weiß, dass es meine Idee war. Es könnte dann vielleicht so ein zweiter Running Gag werden, wie das Auflösen der Katapulte. Ja, ich hab's gehört. Aber beim ersten Mal. So, dann bauen wir ein paar Apfelfarmen nach. Holz und so. Stein, Eisen ist halt super. Das ist alles wir noch sind da. Bereit. Ist. Wir folgen euch, Herr. Ja, vielleicht kann man mit dem Safe hier durchaus Hoffnung haben. Ich baue jetzt hier noch so einen Turm hin. Wie gesagt, diese Taktik mit denen, die hinten rumlocken. Ich hoffe, dass sie sich bin bei Utwin schon allzeit bereit. Gezeigt ja. hat oder der das auch schon als mögliche Taktik gesehen hat. Bogenschützen bereit. Hat's du, glaube ich, schon. Oder? Ich meine ja, aber ich glaube, die nächste Folge wird nochmal extra lustig. Okay, oh Gott, da bin ich gespannt. Ihr könnt auf es uns werden zählen. Rekruten benötigt womit sein. Kann ich dienen? Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. So. Tja, ich hoffe, dass das, dass er das auch mitnimmt. Okay, stopp. Okay. Naja, hätte ich da nicht so gefailt am Anfang, wäre ich vielleicht jetzt schon ein bisschen weiter gewesen. Aber ich schätze einfach mal, ich hoffe einfach mal, dass Utwin das sieht. Offenbar hat das hier nicht geklappt mit dem Graben hier. Das ist offenbar kein Zugangsweg hier. Da habe ich mich ein bisschen von verarschen lassen, habe da ein bisschen Holz verschwendet, aber... Wie das Kind da auch auf den Mörderlöchern spielt, auf diesen Fallgruben spielt, einfach nur. Wirklich. Ja, ich finde, ich habe eigentlich was ganz Nettes draus gebaut. Also das kann man sich eigentlich sogar angucken. Naja, speichern wir das mal. Und speichern. Gucken wir mal, ob wir mit dem Safe vorankommen. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl dabei. Wir müssen natürlich die Verteidigung noch verbessern, die Türme noch ein bisschen beschützen, dickere Mauern, alles ummauern hier, damit die, selbst wenn die das Tor zerstören, nicht direkt durch sind. Mehr Armbrustschützen, mehr Schwertkämpfer. Also ich hoffe, er wird sehen, dass ich jetzt da auch hier mehr investiert habe und die Schwertkämpfer könnten eigentlich auch helfen, meiner Meinung nach. Gerade bei der Schlange, die natürlich mit vielen Streitkolbenkämpfern kommt. Wenn wir da so 10 Schwertkämpfer hätten, könnten die schon viel anrichten und da viel abwehren. Da habe ich jetzt mit dem Wissen geglänzt, was ich aus deinen Videos rauskristallisiert habe. Okay, weil... Du meinst, das ist der aus den Speicherständen? Ja, ja, genau. Aus den... Von, ach so, ich glaube, hier ach von, nee, du von meinst, der Winternaht. Du meinst, ja, du meinst jetzt aus den anderen Videos, die ich gemacht habe. Ja, ja. Genau, aus den Winternaht-Videos. Schwertkämpfer gegen Streitkolbenkämpfer, na, ihr wisst ja... An der Stelle muss ich übrigens mal erwähnen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt angucken, heute kam die erste Mission von der Winternaht, glaube ich, raus, offiziell, weil es ist Wahnsinn, wie das für ein Zeitabstand jetzt dazwischen ist, zwischen diesen Missionen und jetzt hier zwei Kerle, eine Karte, weil das seht ihr, die Reaction hier seht ihr erst in einem Monat von jetzt an. Wir haben jetzt den 18.9. Richtung Ende Oktober seht ihr das jetzt und heute ist der 18.9., wo wir das aufnehmen, ja. Schwertkämpfer hätten, könnten die schon viel anrichten und da viel abwehren. Okay, weil Schwertkämpfer gegen Streitkolbenkämpfer, na, ihr wisst ja, super Counter. Gut, gucken wir einfach mal, was dann so passiert. Ich danke fürs Zusehen. Schaltet nächste Folge bei Utwin ein, übernächste Folge wieder bei mir. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Und ciao. Ja. Wunderbar. Dann wäre das die Folge 8 gewesen von der Reaction von Season 4. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Kurgas Kanal. Schaut auch gerne wieder vorbei. Dann zu Folge 9. Der Name mir gerade nicht einfällt, aber auf jeden Fall Folge 9, die ich wieder weitergespielt habe. Und da gucken wir mal, was ich aus dem ganzen Spaß gemacht habe, den mir Kurga wieder überlassen hat. Vor allem mit dem kleinen Hintereingang hinten. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao.